Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zu den Doppelbrüchen an. Ein Doppelbruch nur mit Variablen, wir haben hier keine Zahlen und wir haben sogar nicht überall Brüche. Oben steht der Bruch A durch B, Hauptbruchstrich, unten geteilt durch C. Um diesen Doppelbruch lösen zu können, ist es sinnvoll, Bruch geteilt durch Bruch zu kreieren. Das heißt, wir müssen aus dem C einen Bruch machen. Das ist aber nicht schwer, das kennen wir schon von den Zahlen. Jede ganze Zahl kannst du ja als Bruch darstellen. 5 im Bruch dargestellt ist 5 Eintel. 13 als Bruch dargestellt ist 13 Eintel. Und so weiter und so fort. Wir haben immer Eintel und somit haben wir C ist gleich C Eintel. Das heißt, wir können aus der Variable C den Bruch C Eintel machen. Und dann können wir wunderbar rechnen. Das heißt, wir schreiben um. Wir haben oben den Bruch A durch B und haben unten den Bruch C Eintel stehen. Produkt der Außenglieder geteilt durch Produkt der Innenglieder. Außen mal außen. Geteilt durch innen mal innen. Das kennen wir jetzt schon, das ist kein Problem mehr. Außen steht A und 1, das heißt A mal 1, Produkt, Multiplikation, Produkt der Außenglieder, geteilt durch das Produkt der Innenglieder, B, C. Das heißt, wir haben B mal C. Das sind die beiden Innenglieder und sie stehen jetzt unten im Nenner. Kürzen geht ja nichts mehr, weil wir haben unterschiedliche Variablen. Wir können nur oben statt A mal 1 nur mehr A schreiben. Wir lassen den 1 weg. A geteilt durch B mal C. Doppelbruch wunderbar aufgelöst. Ergebnis A durch B mal C. Fertig. An und für sich. Mehr geht hier nicht mehr. Auch nichts mehr vereinfachen. Wenn du jetzt wieder ohne Doppelbruch arbeiten möchtest, geht das selbstverständlich auch. Das bedeutet, du schreibst Bruch geteilt durch noch nicht Bruch in unserem Fall. Wir haben A durch B geteilt durch C. So wäre es einmal umgeschrieben, aus dem Doppelbruch eine Division gemacht. Und nun müssen wir so wie immer auch wieder hier am besten aus der Variable C den Bruch machen. Das ist C Eintel. Wir notieren also A durch B geteilt durch C Eintel. Okay? Jetzt wissen wir schon, zwei Brüche werden dividiert, indem wir mit dem Kehrwert multiplizieren. Mit dem Kehrwert multiplizieren, der Bruch A durch B bleibt stehen. Aus dem Divisionszeichen wird das Malzeichen und beim zweiten Bruch wird Zähler und Nenner miteinander getauscht. Das heißt, wir haben 1 durch C hier stehen. Wir rechnen weiter aus. Einen Schritt dazwischen erspare ich mir jetzt. A mal 1 ergibt A und B mal C ergibt B mal C. Logischerweise gleiches Ergebnis wie oben. Anderer Rechengang, überhaupt kein Problem. Wieder alles ziemlich klar.